Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, eine weitere Vorstellung bzw. Unboxing. Ja, ich sag mal Unboxing, weil ja auch Vorstellung, aber ich meine Unboxing sagt man eigentlich immer nur wegen Papier eigentlich auspacken. Dabei ist es eigentlich, ich meine, ich könnte auch so vorstellen, dann heißt ja auch Unboxing. Ja, ich sag mal Unboxing. Special Edition Der König der Löwen 3 Hakuna Matata Disney ab 0 freigegeben, Disney DVD. Kam ja auch am 10. November 2011 raus. DVD habe ich aber erst 2016 gekauft und habe bei meinem anderen Kanal ein Unboxing gemacht. Also habe ich da von eBay gekauft für 16,99 und ja, und hier. Und das will ich hier auch vorstellen, weil ich habe Disney-Kanal, fast König der Löwen-Kanal, weil Zimmer 94 heißt der und tue ich meistens immer nur König der Löwen-Sachen vorstellen und so. Natürlich auch Disney-DVDs zum Unboxen, weil ich habe ja beschlossen, dass ich die alten kaufen werde. Also, nee, nicht die alten, also die, wo ich jetzt aufgenommen habe, tue ich in Original kaufen, weil aufgenommen immer schlecht, wieder schlechte Qualität, dann Werbung, dann das Zeichen fehlt, oder nervt halt. Programm zum Beispiel Super RTL oder so. Und einfach besser original. Und ich werde mir die mehreren Teile, zum Beispiel jetzt so ein, also ich werde mir erst die mehreren Teile kaufen. Das wäre dann auch, also ich werde mir demnächst, oder fliegende Fliege rum, Cinderella Trilogie holen. Ja, die Cinderella-Trilogie, weil die habe ich noch gar nicht, ich habe die nur mal auf die Festplatte aufgenommen, kaufe ich die Cinderella-Trilogie und dann noch die Aladdin-Trilogie werde ich mir auch noch holen. Ich habe den zweiten Teil Jaffas Rückkehr, schon original, aber es ist besser, wenn man da gleich alles zusammen kauft, weil dann muss ich den halt wieder verkaufen. Aber weil sonst einzeln immer kaufen ist auch blöd, ich kaufe mir eine kleine Trilogie, dann werde ich mir noch von Die Garde der Löwen Volumen 1 kaufen. Kann man am 20. April raus, werde ich mir von der Garde der Löwen Volumen 1 kaufen. Und bald am 20. Juli, genau, 20. Juli kommt Volumen 2 raus und hole ich mir dann auch Die Garde der Löwen. Ich werde mir immer die neuen Garde der Löwen und DVDs kaufen. Ich habe schon erst gebrüllt zurück und jetzt kommt immer so Volumen raus. Den werde ich noch erst holen, dann noch zweite. Die Cinderella-Trilogie. Ja, und dann Aladdin-Trilogie. Das kommt, machen wir wieder bei der DVD. König der Löwen 3. Hakuna Matata, da sieht man Timon und Pumba. Dann wieder Timon und Pumba. Der Timon hebt den Pumba hoch. Und da hat er Simba. Da hat er Onkel vom Timon und da die Mutter, da hat er Rafiki. Schau mal die Rückseite an. Extras, die Suche nach den versteckten Mäusen. Zusätzliche 10. Da wieder der Inhalt und so. Ja, wie immer. Da sieht man Timon und Pumba. Da ganz schön. Als beim Hintergrund. Ja, da der Simba und der Timon. Schlafen wir aber auf dem Timon, ne, auf, ja, auf dem Pumba. Die haben ja jahrelang jetzt zusammengelebt immer und dann sind sie ja immer größer geworden. Und naja, der Simba, ja, war erwachsen, da war noch ein Kind. Und der aus Sicht von Timon und Pumba erzählt. Ich finde ihn gar nicht so schlecht, wirklich. Ich finde ihn echt gut. Ich finde alle König der Löwen-Teile gut. Ich bin riesiger König der Löwen-Fan und ich finde einfach alle. Erste natürlich am besten, klaro, der beste überhaupt, beste Film von Disney und dann der zweite Teil auch noch richtig cool und der dritte auch, zweite Teil besser wie der, aber den dritten finde ich auch ganz toll und ja, da die Familie von Timon, dann Walt Disney Studios Home Entertainment, DVD Video, 73 Minuten und 2011 Disney. Dolby Digital.
Schau, die Seite an. Da steht nämlich Walt Disney Studios Home Entertainment drauf. Und da das Schloss von Disney. Ja, Disney, der König der Löwen 3. Nochmal, ich schau mal kurz den zweiten Teil. An der Seite, da steht Simbas Königreich. Aber beim dritten steht nur der König der Löwen 3. Ist noch gar nicht aufgefallen, glaub. Ja, und da noch, da ist noch Pumba und da Disney DVD. Da schauen wir rein. Auch wieder grau. König der Löwen 3. Hakuna Matata, Disney DVD. Und am 0 freigeben und Disney. Ja, wie immer halt. Also, die mehrere Teile sind ja da in der Zeit 11 so grau gewesen und so, 12 und so. Ja, das Disney Movies and More habe ich eingelöst, 100 Punkte bekommen. Und da wieder Spiele, CDs und Filme und mehrere Sachen. Das war es jetzt mit dem Unboxing von der König der Löwen 3 Hakuna Matata. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.